was geht? Tyson wieder hier und im heutigen Video geht es um das Thema, hör sofort auf mit Bankdrücken, wenn du das nicht kannst. Und Titel ist natürlich wie immer ein bisschen übertrieben, ihr dürft ruhig Bankdrücken machen und gleichzeitig an dieser Materie arbeiten. Aber wenn ich mir in den Seminaren oder im Personal Training die Leute angucke, die Probleme beim Bankdrücken haben, das Problem Nummer eins ist meistens die Kontrolle über das Schulterblatt. Das heißt, was passiert bei den Leuten? Sie legen sich hin und wenn sie in eine gute Brücke reinkommen, ja, sagen wir mal, sie legen sich hin, haben eine Brücke drin, ja, drücken dann zwei, dreimal und es passiert Folgendes. Das Gewicht wird rausgenommen, es wird einmal, wird vielleicht sauber gedrückt, dann das zweite Mal, das sieht noch halbwegs sauber aus, aber von Wiederholung zu Wiederholung wird der Raum größer und die Schulter wandert immer weiter nach vorne und nach oben. Das heißt, ihr kennt das ja wahrscheinlich schon aus den anderen Videos, wenn wir beim Bankdrücken sind, wollen wir eine feste Brücke haben, das heißt hinten das Schulterblatt nach hinten unten festhalten und während wir drücken, muss das da auch gehalten werden, um erstens einfach eine Stabilität der Schulter zu gewährleisten, das heißt weniger Verletzungsrisiko und mehr Leistung. Dadurch, dass wir mehr Stabilität haben, haben wir weniger Variablen, um die wir uns kümmern müssen. Die Range of Motion bleibt kürzer, bleibt gleichmäßig. Wir haben gleiche Bewegungen, kürzere Bewegungen, können mehr Gewicht bewegen und einfach einfacher und besser Progression machen. Und das sind alles Vorteile, die wir verlieren, wenn die Schulter macht, was sie will. Wenn die Schulter sich wegbewegt, nach oben bewegt, nach vorne bewegt. Und ein großes Problem, was viele haben, ist, sie können rein koordinativ diese Bewegung, diese Drückbewegung hier, quasi aus der Brust, aus dem Trizeps, aus der Schulter, können Sie nicht wirklich von dieser Bewegung hier unterscheiden. Das heißt, Sie wollen einfach wie bei einem Schlag, wie wenn Sie was schubsen, aus der ganzen Schulter arbeiten, also mit aus dem Serratus arbeiten, die Schulter lösen hinten und mit nach vorne bringen, um einfach rein koordinativ, der Körper hatte sich richtig drin, alles an Muskulatur, was wir haben, in die Bewegung reinzuwerfen. Was uns aber natürlich hier vielleicht beim ersten Mal die Bewegung einfacher macht, aber wenn wir jetzt wieder runtergehen, haben wir ja viel mehr ROM und hier die Position ist natürlich voll im Arsch. So, das heißt, wie sollte Bankdrücken ausführen? Ich habe es gerade schon erklärt. Aussehen, wenn wir uns hinlegen, wir machen eine Brücke, wir machen die Schultern fest, wir heben das Gewicht raus, wir drücken, führen runter, drücken und die Schulter bleibt natürlich immer in der gleichen Position. Und um das zu gewährleisten, solltet ihr aufhören mit Bankdrücken, bis ihr Folgendes könnt, ja. Das ist jetzt vor allem, das, was ich euch jetzt zeige, ist ganz krass für Anfänger. Aber da gibt es natürlich auch verschiedene Varianten für etwas Fortgeschrittener, um das einfach reinzuprogrammieren. Was ihr reinbekommen müsst, ist, dass das hier etwas anderes ist als das hier. So, das hier ist Schulterblatt, das hier ist Schulter. So, was meine ich damit? Schulterblatt, das habt ihr, kennt ihr auch schon aus dem Rückentraining, wenn ihr die letzten Rückenvideos gesehen habt, sind hier hinten Rhomboideen, Trapez und hier vorne Serratus, natürlich auch Pectoralis, Pectoralis Minor. Bewegt das Schulterblatt, ja, um euren Körper drumherum, Latissimus, vom Arm gesehen halt auch so ein bisschen. Das andere ist Kugelgelenk Schulter, das heißt die Deltoideus hier oben, also die drei Schulterköpfe, Trizeps ist jetzt mehr der Arm, Brustmuskel vor allen Dingen hier vorne, ja, diese Geschichte. Und die müsst ihr so ein bisschen koordinativ voneinander trennen können. Und wie ihr das am einfachsten macht fürs Bankdrücken, ist Folgendes. Ihr müsst lernen zu drücken, ohne aus dem Schulterblatt mitdrücken zu wollen. Genauso wie beim Rückentraining, wo ihr lernen müsst, mit dem Schulterblatt mitzuarbeiten, müsst ihr es hier genau umgekehrt lernen. Das geht am einfachsten, wenn ihr euch mal so eine Wand dran stellt, ja, das Schulterblatt nach hinten einsenken, sinken lasst. Ja, also quasi, wir sind jetzt quasi hier im Bankdrücken, hinten drin, nicht oben, sondern hinten unten, gehen nach vorne und drücken uns weg, ohne das Schulterblatt zu lösen. Das ist jetzt die einfachste Stufe. Drücken uns weg, ohne das Schulterblatt zu lösen. Drücken uns weg, ohne das Schulterblatt zu lösen. Also ohne, dass hier irgendwas in diese Richtung passiert, sondern es bleibt hinten unten und wir halten es auch da aktiv mit der Muskulatur. Der nächste Step wäre das, wir das Ganze zum Beispiel hier machen. Ich mache es jetzt einfach hier an der Stange, weil die gerade hier ist. Natürlich so. Also im Prinzip ein etwas leichterer Liegestütz. Was wir wieder machen ist, nicht rausdrücken wie beim Liegestütz schon. Also beim Liegestütz haben wir ja quasi, dass wir wirklich über die ganze Schulter arbeiten. Beim Bankdrücken wollen wir das nicht haben. Das heißt, Schulterblatt wieder nach hinten unten. Wir gehen rein und drücken uns nur aus der Brust, Schulter und Trizeps weg.
wieder ran, nur aus der Brust, Schulter und Trizeps. Ich zeige es euch einmal von hinten, dass ihr es auch einmal von da gesehen habt, was hinten passiert. Also was ihr machen wollt, ist nicht wie bei einem normalen Liegestütz. Normaler Liegestütz, da nehmen wir nämlich den Serratus komplett mit rein. Bei einem Dip nehmen wir das auch mit rein. Da halten wir das Schulterblatt auch in Bewegung. Ja. Haben wir beim Bankdrücken aber nicht. Das sieht dann wie folgt aus bei einem Liegestütz. Normalerweise, wir gehen ran, komplett nach hinten und drücken komplett raus. Also auch aus dem Schulterblatt. Wir gehen ran, drücken komplett raus, auch aus dem Schulterblatt, aber nicht beim Bankdrücken. Beim Bankdrücken machen wir es wie folgt. Schulterblatt hinten unten und wir drücken Brust, Schulter, Trizeps. Brust, Schulter, Trizeps. Brust, Schulter, Trizeps, ohne dass sich da irgendwas löst. Und das ist einfach nur eine koordinative Sache. Ja, das war jetzt so ein bisschen mit Winkel. Der nächste Step wäre natürlich einfach, das im Liegestütz zu üben. Ja, also auch beim Liegestütz einfach einen Liegestütz zu machen und zu sagen, okay, Schulter nicht raus, sondern hinten unten, wie beim Bankdrücken auch. Und dann Brust, Schulter, Trizeps. Brust, Schulter, Trizeps und nicht komplett rausdrücken. Wie gesagt, beim Liegestütz, normalerweise für einen Liegestütz drückt ihr mit raus. Das ist aber ein Thema für ein anderes Video, ne, wie man einen richtigen Liegestütz macht. Beim Bankdrücken wollen wir das nicht haben. Wir wollen lernen, mit maximaler Power rauszudrücken, aus Brust, aus Trizeps, aus Schulter, ohne dass sich unser Schulterblatt löst. Damit wir die geile feste Position behalten können, mit niedriger ROM, mit hoher Stabilität. Und das halt über mehrere Wiederholungen kontrolliert. Und da geht es nicht darum, sich auf der Bank irgendwie noch fester einzuklemmen, sondern es ist einfach eine muskuläre Geschichte zu kontrollieren, dass das nicht passiert. Und das kann man Step by Step einfach üben, indem man es koordinativ reinprogrammiert. Wie Fahrradfahren, wie Laufen, wie Schwimmen, wie was weiß ich nicht was. Und je wichtiger euch das ist und je mehr Probleme ihr da habt, desto eher solltet ihr daran arbeiten, das wirklich koordinativ reinzubekommen, diese zwei Bewegungen voneinander zu trennen. Hilft euch, by the way, auch beim Rückentraining generell einfach bei Übungen, wenn ihr verstehen müsst, okay, ich brauche jetzt eine stabile Schulter, ich will sie fest haben, ich will eine freie Schulter haben, um den Serratus mit reinzubringen, bei Dips oder so. Ne? Also, dass ihr einfach ein bisschen Verständnis dafür bekommt. Wie gesagt, beim Bankdrücken wollen wir es nicht haben, deswegen solltet ihr das üben. By the way, bevor ich es vergesse, heute ist auch der letzte Tag für den Summer Sale. Das heißt, wenn ihr noch was sparen wollt, Shorts, Tanktops, T-Shirts, wie auch immer, Link dazu ist in der Beschreibung. Und ich hoffe, euch hat das Video weiterhelfen können. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Peace. Heute ist auch der letzte Tag für den Summer Sale. Wenn ihr noch...